herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und den Sonic engagiert. Wir haben Sonic geholt. Sonic geholt, weil Sonic muss uns Stein farmen. Geht nicht anders. Wir hatten den ja schon mal hier drüben. Sonst hätten wir die Base niemals fertig gekriegt. Aber der war wieder in unserer alten. Jetzt haben wir den hergeholt. Jetzt dank Money und Sonic. Oder nee, nicht Money. Ich sag mal Money. Es ist ja Benjamin Blümchen. Dank Benjamin Blümchen und Sonic geht das hier vorwärts und wir haben einiges vorbereiten können. Seedlings ja. Ohne Ende. Dann nehmen wir uns gleich mal ein paar raus. Ich war auch und mit. Die setzen wir hier drauf. Oh. Erstmal machen wir einen Deckel auf die Pillars drauf, ne? Overcrumpled, genau. Ja, nochmal für alle, das wird jetzt so unsere kleine Garage für die großen. Die kleine Garage? Das wird die größte Garage, die wir ever gebaut haben. Nein, die große Garage. Habe ich gesagt, die kleine? Ja. Nee, für die großen wollte ich. Für die großen, eine kleine Garage für die großen, ja. Also, ich weiß nicht, wollen wir das wirklich noch so rausziehen? Guck mal. Oder sieht das dann blöd aus, weil dann da kein Pillar drunter ist? Ich glaube, das sieht blöd aus, weil kein Pullertrunner ist. Dann habe ich jetzt aber gerade 3 Seedlings verschwendet. Das kommt dann bloß komisch, denke ich. Ja, das zieh mal. Kannst du ja wieder wegmachen, wenn du möchtest. Wenn du da so ist. Jetzt hast du da drüben eins dran gebaut, du bist ein Held. Oh. Ach, du bist hier schon eins davor gegangen? Ja. Okay. Na, einmal ringsrum sozusagen. Siehst du doch. Ja. Ich zieh's mal hier übers Wasser rüber erstmal. Nee, das wollte ich nicht. Das wird ein Riesenteil, ne? Wie viel haben wir jetzt vorbereitet? 320, 330 Ceilings oder so? Ja, ich hoffe, das reicht auch. Das hoffe ich auch. Also so grob über den Daumen gepeilt, könnte das passen. Das ist echt eine Riesenfläche nachher. Ja. Das ist ein Riesen Gebäude. Aber man kann ja noch runter weglaufen. Ich wette mit dir, wenn du mit so einem Spino hier reingehst, dann ist das, wirkt das übelst klein. Ja, denke ich auch. Aber wie gesagt, hier kommen leider, also ich werde auch genau wie eine andere Base noch diese Metallpikes da hinstellen. Ja. Links herum, aber trotzdem ist es halt mega gefährlich so. Habe ich keine Lust, dass die da, wenn wir nicht auf dem Server sind oder so, wir kriegen das nicht mit. Wir sind halt direkt am Dschungel, ne? Und da kommen halt gerne mal so ein paar Gäste hier rüber. Ich finde, dass die dann alle kommen. An unsere Dinos knabbern wollen. Ich finde es echt viel schöner, wenn die alle schön geordnet in ihrer kleinen Bude sind. Jeder mit einem Futterdruck und so. Ich denke, es ist wesentlich cooler, als wenn die alle einfach wie in der alten Base auf dem Platz rumstehen. Hm. Zumal es halt hier wichtig ist, wegen der Sicherheit. So, ich bin eine Runde rum mit dem Außendingsbums, ne? Jawohl. Also echt, es ist mal wieder eine Baufolge. Wir haben gesagt, wir haben so viel gebaut hier im Off. Ihr könnt ruhig mal wieder ein bisschen beim Bauen zugucken. Warum kann ich denn das hier nicht setzen? Guck mal, hier kann ich den setzen. Na, du musst auf den Pillar was draufsetzen erstmal, ja. Der vor dir ist, dass du wieder eine Konnektivität zum Fußboden hast, weißt du, zur Erde. Ja. Dann müsste es wieder passen, oder? Ja. Eine Riesenbude. Wir müssen auch irgendwie mal schauen, dass wir da drinnen, das wird ja echt hoch. Also das Haus muss hoch werden, wegen den Toren. Das sind ja wieder diese Riesentore, die wir brauchen, die wir schon drüben im Zuchtgebäude haben. Ja. Die sind echt hoch, also so hoch wird das Haus. Dass wir da irgendwo drin wie so ein Balkon oben noch reinbauen, vielleicht sogar mit einem Fahrstuhl oder so. Ja. Das würde echt Sinn machen. Sonst hast du Haufen Höhe verschenkt, weil die Spinos sind ja gar nicht so hoch. Also die sind schon hoch, aber nicht so hoch. Ja. Jetzt müsste man dann mal testen, wie hoch das eigentlich sein muss für ein Spino. Ja, die wollten wir ja erst drüber hin, wenn wir hier. Ja, wenn wir hier das einigermaßen sicher haben.
ist schon eine große Fläche. Aber doch, ja. Jetzt, wo die Platten drauf sind, wirkt es gleich richtig groß, ey. Jetzt bereue ich gerade, dass ich einen Pip denn nicht mit dabei habe. Warum? Da könnte man sich das mal angucken, halt von oben, weißt du? Ach so, ja. So ein Quetzmerhof ging. Oh, ich kann nicht springen, scheiße. Ja, ich würd hier direkt auf die Ecke, wo der Pillar ist. Ja. Hier zu dieser Seite hin einen Türrahmen machen. Dass du normal so reingehen kannst, weißt du, ohne das Riesentor aufzumachen. Ja. Hier nochmal eine Wall, die dann halb in dem Türrahmen drin steckt, dann das Riesentor. Das ist ja echt groß, hier drüben sieht man es ja. Lass uns das mal zum Schluss machen. Ja, wir müssen halt das Loch lassen, erstmal Wand dran bauen. Wände hast du da auch schon gecraftet gehabt. Ja, Wände habe ich ja. Du hast es wieder gesagt, gecraftet gehabt, das ist doch falsch. Das hast du gecraftet. Wird immer einen freilassen für ein Fenster hier dann. Also da einmal Wand, auch, einmal hast Fenster. Du auch schon Fenster? Ja. Na dann mach's doch gleich. Einmal Wand, einmal Fenster. Und es geht genauso auf, wie ich mir es gedacht habe, ja. Super. So. Ich hab bloß jetzt gerade momentan noch die Wände einstecken, ja, die will ich erstmal machen. Ich hab den Doorframe jetzt gesucht. Mal gleich noch eine Tür dazu. Und dann ja an die Tür noch eine Ramp. Muss ich noch Ramps machen? Also, wie riesig das hier ist! Es wird riesig, ja. Und eine Ramp, ja. Draußen ist schon wieder ein Spino am Start. Schon wieder. Da war letztens vorhin schon einer da. Ja, der kämpft aber damit irgendwas. Ich vermute aber mal, dass der unsere Wand nicht down kriegt, oder? Irgendwas hat hier draußen ordentlich den Spino zerlegt. Aber du siehst nicht was? Ich sehe nicht was. Ich sehe bloß den total blutigen Kiefer vom Spino durch die Wand durchragen. Oh oh. Klingt mir nach Alpha. Ich traue mich nicht rauszugucken. Alpha, Alpha. Ich wollte eine Ramp machen, ne? Ja, bitte. Sammel mal bitte schnell. Ah, nee, du bist out of, oder? Du bist voll, oder? Ich habe keinen Fiber mehr hier drin. Warte mal, brauche ich für die Ramp Fiber? Wo ist die Ramp? Ramp hier. Ja, 10 Fiber. Ich sammle mal schnell was. Und dann gucken wir mal, dass wir das Tor nachher noch setzen. Was braucht man für das Tor? Viel. Ich guck viel, gleich nochmal. Ne? Ich muss ja einen Fabricator. Ich muss das alles erstmal einen Fabricator rüberschleppen. So. Das ist jetzt unten. Nicht, dass das hier wieder so komisch oben andockt. Super. Und jetzt stelle ich mal die Wände weiter. Ah, das ist geil. Ich mag das. Dieses Bauen, ne? Das ist immer so. Das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, weil mich das wirklich sehr. Achso, die Fenster, die hast du noch. Die kann ich jetzt schon placen, ne? Ja, ich setze ja gerade die Ich lasse es ja leer, wo die reinkommen. Ja, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil es mich persönlich mal sehr interessieren würde. Mögt ihr eigentlich diese Baufolgen? Mögt ihr das? Oder steht ihr eher so, nee, Action hier, Taming und Jagen gehen und erkunden? Oder sagt ihr, nee, das ist auch mal ganz gemütlich, weil das kann ich. Ich glaube, am häufigsten wird jetzt kommen PvP, PvP, PvP. Ja, PvP, das kommt ja definitiv später noch. Auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall noch. Aber erstmal jetzt so zu den normalen Folgen von Ark Resets ist. Schreibt das mal bitte, weil mich das mal interessieren würde. Ich persönlich liebe ja sowas. Ich könnte jetzt stundenlang hier so eine Baufolge sozusagen. Ach scheiße, das habe ich hier schon gesetzt. Ne, egal. Das ist ein Carbonemys. Das ist eine Schildkröte. Okay. Genau, schreibt das mal rein, weil einfach so. Was ist das denn? Draußen wütet irgendwas. Ja, wie hoch machen wir die eigentlich? Mindestens 12, 13. Oh. 13. Kannst du bitte nochmal herkommen, eine Wand setzen? Ich habe aus Versehen ein Fenster da hingesetzt, wo eine Wand war. Jetzt sind ja drei Fenster nebeneinander. Oder wolltest du es lassen? Ja. Gut. Das dauert bestimmt noch. Das dauert noch, auch zu zweit. Ich werde dann mal. Wir müssen dann erstmal wieder mit Mammut losziehen und. Weiß nicht, Tetch oder Wooden Ceiling. Ich weiß nicht, was da jetzt billiger ist. Ich glaube, die. Von der Holz. Oder Tetch. Nee, vom Tetch. Nee, im Namen, die sich nichts. Holz kostet das Wooden mehr, ne? Also machen wir diese Tetch oder Wooden, je nachdem, mit dem Mammut farmst du. Sag mal, wir haben überhaupt nicht nachgedacht, ne? Warum? Wollten wir hier vorne nicht eine Lücke lassen für das große Tor? Ja, ich hab da gerade gesagt, ich hab das aussehen geplaced, während ich da in der Unterhaltung Und ich mach mit. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, ich würde sagen, so lassen wir das erstmal. Ja, ich werde mich dann auch gleich mal direkt weiterbauen lassen. Ich werde mich immer auf dem Weg nach Hause schnell machen und mal. Oder ich wollte sagen, wir brauchen nachher Ceilings, um das, ja, die Wand höher bauen zu können, weil wir dann irgendwann nicht mehr rankommen. Und Leitern und sowas, weißt du? Oh Gott. Wieder diese Behelfs-Ceilings und sowas. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Du machst jetzt ich was? Ich würde das Tor einfach mal den Rahmen und das Tor mal setzen, dann nach Hause fliegen. Ja. Und das mal holen, dass wir das setzen können, dass wir es direkt mal einbauen können. Wir müssen eigentlich alles hier haben, warte mal. Dass wir auch wissen, wie hoch wir kommen, weißt du? Aber wir haben nicht so viel Metall, glaube ich. Brauchen wir denn da so viel Metall für das? Das ist doch Stone. Reinforced Dinosaur Gate. 450 Stein, 450 Holz, 450 Tetsch und für den Rahmen auch. Ah, Holz also habe ich ja eingelagert. 900 drüben. Holz, 900 Stein, 900 Tetch. Was hier hast du denn? Den Fabricator, das geht hier nach oben. Was ist denn hier noch? Ach, guck mal, steht nicht hier oben. Na, der Kühlschrank und Co. Ach, Kühlschrank und Co, genau. Fabrikator musst du nicht anschließen, der läuft doch selbst mit Öl. Der läuft mit Öl, genau. Aber die Kühlschränke, dafür braucht man eigentlich bloß den Strom. Guck mal, und läuft, den Grill läuft oben. Läuft nicht zwar komplett so. Sehe ich gerade. Der reicht nicht. Kabel lang geführt. Der reicht nicht alle. Ich hab's direkt mal hier dran gepipst. Ich hoffe, es reicht genauso wie bei der Brutstation. Nö, du könntest doch einfach noch ein Kabel hier zur Seite wegmachen, hätte ich jetzt gemacht. Hier so über dem Fabricator entlang. Also langsam wird's dunkel hier. Du hattest gesagt, Lampen haben wir schon gecraftet. Ja. Jo. Omni. Immer die Omnis. Ich mach mal mit. Guck mal hier oben. Ich baue erstmal in der Küche hier oben was auf. Ja, immer mit Bauen ein bisschen Abwechslung, ne? Ja. So, hier bauen wir einfach mal eine Lampe. Ich baue mal eine hierher, würde ich sagen. So, können wir die anmachen? Jo. Also hier in der Küche ist schon mal Licht. Und das leuchtet auch gut durchs Lager, denke ich. Du hast ja hier unten auch hell bei dir. Da reicht ja die eine Lampe schon fast. Jetzt hast du die da hinten in die Ecke gestellt, okay? Ach da, zwei sogar. Das ist ja ziemlich Quatsch eigentlich. Die eine Lampe bei mir oben war schon hell genug eigentlich. Das ist doch aber cool. Ja, ist trotzdem cool, ja. Das stört ja hier eigentlich nicht das Kabel so. Das ist eigentlich ganz cool, wenn das so über den Kopf hängt. So. Und jetzt noch so ein Steckverbinder. Nice. Und jetzt können wir die auch anmachen. Ist doch hell im Lager. Also es sollte reichen an Licht. Nervt mich. Ich finde das so scheiße, wenn das hier so über Kopf hängt. Wieso? Ja, ich finde das quer durch. Ich finde das blöd. Ja, aber es ist besser, als wenn du da drüber tanzen musst oder so. Oder Limbo oder so. Nee, aber du könntest hier um die Kurve eigentlich gehen und das dann so an der Wand lang. Das sieht das wesentlich besser aus. Na, aber um die Kurve zu gehen, musst du da so eine Kreuzung anbauen. Jetzt gucke ich mal hier drüben, ob wir hier drüben noch eine Lampe aufstellen können. Sinnvoll. An der Brutstation. Nämlich echt dunkel. Ja, hier und die Ecken auf jeden Fall. Pass auf jetzt hier. Warte. Warte, ich stelle hier gerade eins hin, warte. Ich mach's, ja? Ja. Ist sogar powered, aber hier mitten durch den Raum, ne? Ne, dann lass bitte hier hinstellen. Warte. Warte. Nicht ganz so krass. Ja, ich wollte, dass es die große Halle hier gleich ein bisschen mit beleuchtet, weißt du? Mach die mal aus. Kann ich die denn eigentlich wieder einpacken? Guck mal. Nee, nur Demolition. Okay. Na, jedenfalls haben wir hier erstmal Licht. Das Ei dürfte ja dann auch bald soweit sein. Jetzt guck mal. Ja, hier ist es natürlich dunkel, ne? Und hier könnte man, hier vorne würde ich auch nochmal eine hinstellen, auf dem Platz. Auf jeden Fall. Hier ist ja auch noch ein Kabel hier drin. Siehst du, wie das Sinn macht? Ja, das ist schon cool. Cool. So. Ja, und dann brauchen wir halt noch einen Generator drüben unter Putze. So. Den Rahmen. Haben wir den jetzt schon gecraftet? Hab ich den so, da waren wir stehen geblieben. Jetzt waren wir aber an der Elektro. Oh! Der Raptor Klaus. Raptor Klaus. Sehen wir den? Siehst du den irgendwo fliegen? Das ist ja mal übelst cool. Ich will den mal sehen. Da fliegt hier mit der. Da oben fliegt er! Siehst du? Hinterm grünen Obelisken, hinterm grünen Obelisken. Komm hier vor Richtung Pippte Haus. Nee, hier. Lass mal auf den Quitz schnappen, schnell auf den Knetz.
Auf dem Quetz. Quetz, okay. Schnell. Ich hab bloß das Ende von dem gesehen. Ich sehe den gerade nicht, weil der hinterm grünen Obelisken ist. Da ist er! Siehst du? Ja! Ich mach gerade noch die Tür zu. And happy new year. Ja, ist jetzt auf dem Schlitten mit drei Rindern. Wie geil! Wie geil ist das? Ziemlich denn? Nice, ja. Und schöne Musik. Und hat er schon ein Geschenk gefallen lassen? Da! Der lässt irgendwas fallen. Ah ja, da fällt was. Da hinten fällt auch schon was. Ich flieg zu dem hinten, ja, dass wir das aufsammeln. Aber nice, da ist der Raptor Klaus. Fliegst du zu dem, was er jetzt als letztes fallen lassen hat? Ich bin gerade übelst nah bei dem, weil ich gerade nicht in meinen Kopf kriege, dass der Velociraptor mit Weihnachtsmütze auf dem Schlitten sitzt und drei Rentiere vor sich hat. So, vor allem das Scheiß. Mitten im Januar. Und vor allen Dingen mitten am Mond vorbei, das sieht gerade also richtig der klischeehaft. Ja, ich flieg die andere Kiste hier. Aber ich find's schön. Also das Geschenk dauert ziemlich lange, bis es unten landet. Dann gehst du dem anderen. Bei welchem bist du gerade? Bei dem, was jetzt gerade fast auf dem Boden ist. Okay, dann gehst du dem anderen, das geht schneller runter. Jetzt kommt ja noch weihnachtliche Musik. Drei Mistletoes sind da drin. Okay, wir brauchen 30, um was zu craften. Hast du gehört? Ja. Ich habe hier noch das zweite Geschenk, das kommt gerade runter. Ja. Bist du da? Ja. Ach so, dann fliege ich zum dritten. Oh, was ist denn das? Ein Blueprint? Ja. Für? Wie eine Brille? Was für eine Brille? Apparentis Scuba. Ich habe einmal Kohle. Nee, ihr kennt nicht, das ist so eine Skibrille, weißt du? Okay. Ich habe einmal Kohle aus dem. Zwei. Ich habe drei Mistelzweige, einmal Kohle und du kriegst hier einen Blueprint. Oh, genau hier auf der Felskante ist das gelandet, bei denen. Ich bin da. Ich geh mal hin. Vier Mistletoes. Okay. Das ist eine also diese Ausbeute. Das sieht aus wie so eine stylische Skibrille auf dem Blueprint, den ich gefunden okay. habe. So, ich komme nach Hause. Wir haben alles eingesammelt. Da müssen wir noch ein paar Mal sammeln. Ah ne, da brauchen wir was dafür. Crystal, Silizia, Fiber und Hide. Ja, also mal noch ein bisschen Crystal und Silizia-Perlen holen. Aber geil auf jeden Fall. Aber richtig geil. Die Brille, hast so, du jetzt gesehen, die Brille? Weißt du, hast die Brille ja, ich hab sie gesehen. Was ich aber immer noch nicht gemacht habe, ist dieses Dino-Geld. Das da waren wir stehen geblieben, ne? Es ist einfach geil. Nee, es macht aber auch mal Spaß, einfach mal so. Ein bisschen craften. Guck mal, was man an der eigenen hier erlebt. Es ist doch geil, ne? Ich craft es gerade. Ich hab's. Und ich geh's aufbauen. Bau es bitte kannst das, auf. Kannst du das vorstellen? Mein Sohn. Ich stell das jetzt mal hin da vorne. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder die Tür zubaue. Das ist nämlich das letzte Mal, wo ich das Dingsbums gebaut habe. Da musste ich einmal dieses Riesentor wieder abbauen. Abreißen, weil ich die kleine Tür, die daneben war, zugestellt habe. Willst du irgendwie helfen? Nee, warte mal. Oh, 1, 2, 3, ich stell mich mal hier her und hoffe, dass das bascht. Boah, es ist so riesig, das scheiß Tor. Ja, ist immer so riesig. Wir werden dann auch später mal noch die Gehege anmalen oder so. Und vielleicht kann man es noch ein paar Mods drauf machen, dass wir auf die Flaggen noch irgendwie ein PNG drauf machen können oder so. Beziehungsweise wir werden dann halt wirklich auch mit Bildern arbeiten. Das wäre halt nice, wenn wir unsere ungleichen Zeichen hier oder unsere Figuren cool, irgendwo ja. drauf printen können. Das wäre mega. Oh, Alter, ist das... Alter, da müssen wir noch viel bauen. Wie lächerlich die kleine Tür daneben wirkt. Ja. Okay. Aber naja, es soll ja ein sicheres Zuhause sein. Und wie sieht das hier mit dem Fenster aus? Das passt auch noch. Super. Super Operator. Na, ja, jetzt brauchen wir ja noch eine Menge Ramps, damit wir dann hier auch hochkommen mit unseren Dinos. Also die Tür hast du nicht, ne? Du hast bloß nee, die Tür habe ich noch nicht. Da hat noch irgendwas gefehlt. Müssen wir mal gucken. Sehen wir in okay. der nächsten Folge. Genau. Ja, haben wir mal weißt du, bei welchem weißt du, Spiel? Was? Sehr ekelhaft. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn er wieder einschaltet. Bis dahin. Auf jeden Fall. Tschüss.